damit herzlich willkommen zurück, meine Freunde, liebe Zuschauer. Es geht durch das Portal. Oh, was habe ich was gemacht? Ich bin ja... So. Ich habe natürlich jetzt geschlafen ein bisschen, damit es Tag wird wieder. Und ich zeige euch zwei noch etwas, was ich letztes Mal gesehen habe. Jetzt habe ich da zwei Lochse gekillt und jetzt stehen hier so viele wieder rum. Ich muss mir hier aufpassen. Da war doch gerade eine Mücke, oder? Moskito! Moskito! Kann ich euch zeigen, da drüben ist auch ein. Hoffentlich greifen die nicht an. Wo sind die Moskito? Ich brauche... Da oben ist eine. Da oben ist ein Moskito. Weil wenn man blockt, dann sind sie gestunt. Und dann kann man, zack, so einfach die killen. Das ist gut mit dem Schild. Ah, jetzt kommt der mit der Fackel. Vielleicht geht es auch leichter dann. Oh, ich brenne. Der mit seiner scheiß Fackel. So, wir haben... Ich brenne. Der hat... Ja, ein bisschen was hat er dabei. Wo ist denn der Moskito? Ich brauche Moskitos. Moskitos! Aber für was die? Die sind ja eigentlich direkt blöd zum Mitnehmen hier. Aber die wachsen immer schnell nach. Die wachsen hier immer schnell nach, muss ich sagen. Ich habe ja letztes Mal erst eingesammelt und jetzt schon wieder. Aber wo sind die Moskitos? Ich brauche mehr Moskitos. Für die Stacheln, weißt du? Für den Bogen. Und die muss doch hier irgendwo herumlummen. Egal, wir sind ja nicht auf Moskitojagd jetzt. Wir wollten die Dungeon machen. Aber ich habe so Angst in der Gegend. Ich mag die Gegend nicht. Und wie viele Pfeile haben wir dabei? 100. Okay, das müsste reichen. Für den Dungeon auf alle Fälle. So. Einen Stachel haben wir wieder. Können wir wieder ein bisschen Pfeile herstellen. So, jetzt muss ich erst noch die... herstellen, also die stellen wir hierher. Dann können wir das richten, das Boot. Dann tun wir die Sachen gleich mal da rein hier. Das ist die Ding. So. Rückwärtsgang rein. Hier könnte man schön angeln, hier ist ein Fisch. Jetzt haut er nicht hin, weil ich wieder da oben stehe. Meine Güte. Bis man hier hinkommt. Da ist Sonnenuntergang schon wieder. Man sieht's ja. Der ist schon wieder zu weit. Haben uns wieder zu lange aufgehalten. Ich glaube, ich fahre rückwärts hin. Nee, das ist zu weit. Das ist zu weit, Leute. Rückwärts ist doch ein bisschen zu weit.
So, nur nicht an dem Felsen jetzt dran. Dann können wir starten. Ich hoffe, ihr seid schon neugierig. Die Wellen sind so aufbrausend. Die sind extra für so Seeschlangen gemacht, oder? So kommt es mir vor. Wie weit haben wir noch? Da sind wir gleich da. Da vorne ist der erste Baum schon. Aber wo parken wir? Die erste ist leer, glaube ich. Die erste wegen meinem Schild hier. Wir müssen weiter hier rein. Und hier stehen sie auch schon. Da stehen sie. Die warten auf uns. Ach, Herr Fisch, ist das jetzt doch der Felsen? Und da der Blutegel. Ich will dahin fahren, wo wir gleich abhauen können. Schnell. Wenn es kriminell wird. Sieht hier aus, ja, hier sieht es nicht schlecht aus. Und da sind sie schon. Die ekelhaften Trümmer. Und es wird schon wieder dunkel mit der Scheiße. Kaum ist man hier in der Gegend da. Schwimmt doch da rein, ey. Kommt mal rein hier. Ich hole euch alle raus. So, jetzt aber schnell rein mal. Ich will nur die ein bisschen killen. Ich glaube, die habe ich entleert. Wegen den Eisen, oder? Ich gehe mal rein und sehen wir schon. So, Leute. Dann machen wir es so mit der Birne. Die darf ich jetzt leer. Aber jetzt haben wir wenigstens Licht. Dann sehen wir alles. Haben wir hier in der Kiste noch was? Nee. Die Pelze lassen wir jetzt hier einfach. Die brauchen wir jetzt nicht. Hier geht es auch nicht weiter. Die habe ich, glaube ich, entleert. Ach, noch nicht ganz. Eisenpfeile. Gut. Nicht schlecht. Ich dachte, die hätte ich entleert. Hier waren nämlich die drin, genau. Außer ich habe vom Eingang habe ich auch welche hingelegt gehabt, glaube ich. Damit ich die gleich rausholen kann, wenn es ist. Die habe ich hier hingelegt. Aber ich habe nichts aufgesammelt. Dann war es die andere Krypte.
Da habe ich ein bisschen was angefangen. Zwar noch nicht fertig, aber jetzt können wir viel mitnehmen. Hier ist noch Schlamm. Okay, dann bauen wir mal ab. Aber wir hätten noch die Spitzhacke gebraucht. Aber da geht es auch nicht weiter. Damit liegt es schon besser, oder? Also hängt da so wieder ein bisschen was. Da muss man immer so schräg hin. Das ist ja das. So, hier ist noch was. So. Gut. Hat, war da was? Nee. Sah nur so aus. Aber ich glaube, das war das alles. Mehr haben wir nicht. Dann gehen wir mal in die nächste. Oh, ich höre irgendein Blubber, oder? Jetzt muss man... Ach, da warten sie. Weg mit euch. Wir hätten eigentlich das Eisen schon mal wegtragen sollen. Aber jetzt sind wir hier. Muss essen. Nicht vergessen zu essen, Leute. So. Wo ist die nächste Krypte? Und da. Da ist mir das letzte Mal ein Geist entgegengekommen. Was ist denn das da? Ah, das ist ja wieder Spawnpunkt, Schande. Wir müssen die kaputt machen. Wenn wir schon hier sind. Nein! Ja, warum tut denn der die Waffe runter? Nein, ich sterbe sonst weg. Warte mal, der nimmt immer die Waffe runter. Ich muss heilen. Wir müssen da durchschwimmen. Nein, jetzt habe ich wieder kein Haupt. Kein... So, der ist tot. Es geht weiter, ich muss von da raufschießen. Sehr tot. Und den auch gleich. So, weg mit den Scheißdreck. Ich muss die zerstören. Ich muss da hin und... Oh, die kommen schon wieder. Das ist ja alles Spawner. Oh nein, die sind zu stark. Die sind zu stark. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Ich muss in die... Das ist mir zu gruselig hier. Jetzt kommen die auch noch. Die Scheißviecher. Nein. Gleich rein in die Krypte, weil dann sind wir in Sicherheit ein bisschen, bis wir geheilt sind. Fertig. Tue ich gar nicht lang rum.
Dabei kann der hochheilen. Und wir können uns ein bisschen eisen. Und dann, wenn wir es haben, ab, einfach ab. Da ist schon Felsen drin. Da geht es doch weiter, oder? Nichts. Wenn man es so offen hat, dann können sie nicht durch. Das ist das Gute. Aber wir kriegen Eisen jetzt. Damit wir alles voll aufwerten können. Und dann können wir vielleicht den Boss leichter erledigen. Ist doch den Scheiß davon können. Meine Güte. Wie soll ich denn da draufkommen? Wie haben sie das reingebracht? Blöd reingebaut hier. Das lassen wir. Hier ist noch was? Nee. Na, voll daneben kaum. Das können wir. Da muss doch mehr Eisen da sein. Ich brauche die Truhen. Da werden viele drin. Haben wir hier noch was? Wenn man hier dran geht, dann sieht man es meistens. Ah, hier. Ah, hier war noch was, oder? Hier. Genau, jetzt müsste es weg sein. Hier ist noch was, oder? Nee. Pilz. Gut, weiter geht's, Leute. Hier habe ich angefangen. Genau. Hier habe ich schon ein bisschen angefangen. Und das, der Boden bebt. Ich muss ein bisschen so rüberarbeiten. Das ist nicht gut. Wenn wir hier. Das hat mir was Falsches angezeigt. Na, speichert er wieder. Was ist denn das mit den Speicherreimen? So, jetzt haben wir es. Und hier ist noch was. Da ist noch Schlamm. Man sieht es hier ein bisschen. So. Da ist er wieder Wand, ne? Da ist ja kein Durchgang. Wir müssen das nächste Mal. Wir brauchen eine zweite und dritte Spitzhacke. Gute. Aufgewertet. Und dann können wir arbeiten. Wir bleiben hier drin. Bis der Tag kommt. Haben wir hier gar nichts. Super, aber
haben wir es. Hier auch. Hier war noch Eisenschrott, oder? Ja. Also Schlamm. Eisenschrott. Ja, bis man das Eisenschrott da findet, gell? Da brauchst du 5000 Krippen, dass man sich ein bisschen halten kann. Dass man die Eisenpfeile und so muss, wenn man bedenkt, was man da alles braucht, dann Eisenpfeilen, weil die Pfeile. Gut, wir können die Moskito, die sind schon mal nicht schlecht. Wo ist hier? Was ist der Ausgang hier? Nee. Ist leer, oder? Die habe ich auch schon einiges raus. Aber da war ja nicht viel drin. Da ist der Ausgang. Dann sind wir geradeaus. Hm. Die haben wir frei gemacht. Hier auch. Hier ist, glaube ich, ein Knochen gelegen oder so. Wo ist denn das Eis? Ich sehe auch keins. Pistol vor. Jetzt. Ah, wieder so ein Eisenteil. Aber für was die sind, weiß ich auch noch nicht. Gut. Wir müssen schauen, ob wir in die nächste Krypte kommen. Ist leer. Wie sieht es da draußen aus jetzt? Wir müssen hier vorbei. Jetzt müssen wir noch weiter rein. Wir haben so viel Eisen schon drin. Zwei. Vier. Normalerweise sagt man mit dem Bogen durch. Müssen wir schon. Boah, was war denn das? Ich hab mich der jetzt erschreckt. Ach, Schande. Heil dich. Wir haben fast keine Energie mehr gehabt. Ich glaube, wir drehen um hier. Gehen zurück zum Boot. Wenn wir es schaffen. Ja, weil wir jetzt auch nicht so viel Rüstung haben. Der hat unser Ding zerstört. Ich muss rein. Wir haben ja kaum Heilung. Das ist nur für die Krypten gut. Aber für den Schutz nicht. Wir brauchen Heilung und dann. Aber gegen die Feuer haben wir ja keine Chance. Verstehst du? Sieht schon episch aus mit so grünem Fackeln, weißt du? Wie machen wir das? Heiltränke hätten wir auch mitnehmen können. 16 haben wir erst. Ist jetzt nicht viel. Die Harpune hätten wir dabei im Boot lassen können. Das wird nicht raus. Und der heilt so langsam. Meine Güte. Wir hätten die Suppe essen sollen. Haben wir da welche im Boot drin? Läuft man als nächstes aus? Sieht man das nicht, oder? Können wir jetzt nicht schauen. Also mindestens 16 Eisen. Hier können wir einiges ins Boot legen jetzt. Und dann wieder rein. Auf dem schnellsten Weg. Das wird Herausforderung pur. Die Axt können wir auch drin lassen. Im Boot oder so. Aber dann wird das Boot schnell voll. Das ist was mit dem
Das Lager, da müsste man ein Lager herbauen. Da wo viele Krypten sind. Kleine Schmiede und so zum Schnittmelzen. Zack, verarbeitet und gleich rüsten. Aufrüsten. Oder aufwerten eben, weißt du? Nur so eine kleine Hütte, wo die Schmiede ein bisschen drin ist. Aber ich glaube nicht, dass man das dann aufwerten kann, wenn es... ja gut, du brauchst nicht die große Stufe, denke ich mal. Ich weiß nicht. So, jetzt schauen wir mal raus. 80 haben wir. Wann wird's ein Tag, hey? Die Nacht ist scheiße. Er ist weg, oder? Ist er weg? So, wir müssen zurück. Hier ungefähr ist Boot in dieser Richtung. Ach nee, jetzt komm. Dann springen wir genau zu dem Zeitpunkt. Da ein Gespenst auch noch. Nein, geh weg. Du, weg, du Gespenst, geh weg. Ich brauche ein bisschen Energie, Herrschaft. Scheiße. Das Scheißgespenst. Das Scheißgespenst hier. Zwei. Überleben wir das, wenn wir Schutz? Ja. Nein! Gut, wir können drüber porten. Aber Scheißgespenste. Nein. Hätten wir es so schön überlebt. Mit dem Schutzschild ist ge... hat es funktioniert. Mit dem Schutzschild hat es funktioniert. Da hat er geblockt. Also Leute, ich gehe schlafen. Gute Nacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde mich da rüberporten und bis zum bis zur Rüstung vortrauen. Okay? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.